Ja, guten Abend. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich hier begrüßen in der Blackbox hier in Ismaning zu unserem heutigen Blackbox-Konzert. Ich freue mich, dass wieder so viel Live-Publikum kommt. Das ist für uns tatsächlich immer eine bange Frage, wie wir wieder sozusagen nach dieser Corona-Phase in den normalen Modus zurückkommen. Und gerade bei Konzerten ist es natürlich besonders wichtig. Ja, es ist eine völlig andere Qualität, wenn man da online-Livestream-mäßig unterwegs ist. Auch das kann man sehr gut machen. Wir machen das heute Abend auch. Aber die Qualität, die man halt hat, wenn man richtig zuhört, wenn man dem Verfertigen der Musik richtig zuschauen kann, ja, dann ist das nochmal was ganz anderes. Die Blackbox-Konzertreihe gibt es schon eine ganze Weile. Ich würde nur Sie einladen wollen, sich die nächsten Termine vielleicht einfach schon zu notieren. Am 26.11. spielt hier Amelie 23 Karat, eine Musikerin, die in München schon eine ganze Reihe Preise gewonnen hat, die an diversen Musikschulen hier auch unterrichtet, die mit ihren eigenen Bands kommt, eigene Songs, eigene Texte macht, die wirklich ausgesprochen gehaltvoll sind, tolle Musikerin. Und schon ein Verweis auf das neue Jahr, 21.01. Mark and Simon, Musi Comedy haben sie es genannt. Ein Engländer und ein Ire, die zusammen Musik machen, und zwar ganz tolle Musik, exzellente Musiker, kann ich sagen, die aber mit viel Spaß dabei sind. Das ist ein ganz, ganz toller Act, ja, den Sie sich unbedingt schon merken müssen. Der Termin ist der 21.01. Und vielleicht bringen Sie einfach noch jemanden mit. Ja, bis dahin sind wir, die haben Sie mitbekommen, die Pandemie ist endemisch geworden. Das heißt, wir stellen uns jetzt auf komplett Normalität bald ein, ja, dass es hier wieder so richtig voll wird. Heute Abend begrüße ich, und ich hoffe, Sie stehen jetzt vor der Türe, unsere beiden Gäste heute Abend, die Magic Acoustic Guitars, Roland Palatzki und Matthias Waser, sind fantastische Musiker. Sie sind nicht zum ersten Mal bei uns, ich glaube zum dritten Mal heute Abend. Sie waren auch geplant gewesen vor einem Jahr, da hatten wir eben Corona-bedingt unsere Schwierigkeiten. Umso mehr freue ich mich, dass es heute Abend klappt. Man kann sagen, es ist so eine richtige Musiker-Ehe. Die beiden spielen schon seit 17 Jahren zusammen. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, ja. Und mit einem riesigen, breiten Spektrum. Und Sie werden sehen, ich persönlich habe live noch selten virtuosere Gitarristen gesehen, wie die beiden, die Sie heute Abend erwarten, ja. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen hier in Ismaning. Die Magic Acoustic Guitars, ja. Roland Palatzki und Matthias Waser.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste hier heute Abend. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit uns das zu teilen, was wir beide so sehr lieben, nämlich unsere Musik. Es erwartet Sie heute jede Menge akustische Gitarrenmusik. Es erwartet Sie eine Symbiose zweier Gitarren, die unterschiedlicher nicht sein können. Und Sie hören Songs, die wir beide sehr lieben und die uns schon eine sehr lange Zeit begleiten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und einen wundervollen Konzertabend. Herzlichen Dank. Der nächste Song, den haben wir vor circa 2 Jahren geschrieben. Es ist eine Ballade und sie ist entstanden in den Bergen. Thank you.
Haben Sie herzlichen Dank. Dankeschön. Der jugendliche Bob Marley war im Jahre 1970 mit seinem besten Freund Vincent in Kingston, Jamaika unterwegs, um in einer der Suppenküchen noch ein Abendessen zu ergattern. Und unfreiwilligerweise mussten die beiden ein Streitgespräch eines benachbarten Ehepaares mit anhören, das in einem herzzerreißenden Schluchzen der Frau endete. Der Legende nach entstand noch in derselben Nacht bei einem Gläschen Rum No Woman, No Cry. Und anscheinend kann diese Suppenküche bis zum heutigen Tage von den Tantiemen dieses Songs leben. Herzlichen Dank. Der Sänger George Michael wollte eigentlich überhaupt kein Sänger werden. Und an seinem allerletzten Arbeitstag als DJ präsentierte er seinem tanzenden Publikum Careless Whisper und war überrascht von den positiven Reaktionen, die der Song hervorrief. Es dauerte dann noch ganze 3 Jahre, bis Careless Whisper die Nummer 1 in den USA wurde. Und der Rest ist Geschichte. Thank you.
Vielen Dank. Zwischen Glenn Miller, dem Big Band-Dirigenten, und seiner Frau Helen gab es nur einen einzigen Streitpunkt, und zwar wie herum das Klopapier aufgehängt werden muss. Einig waren sich die beiden, dass Glenn ein Wahnsinnstalent zum Arrangieren und Komponieren von Big Band-Musik hatte, und das hat er einmal mehr unter Beweis gestellt im Jahre 1939 mit In the Mood. Herzlichen Dank. Der nächste Song ist eine Hommage an Peter Green. Peter Green von Fleetwood Mac, der, glaube ich, im Jahre 1969 eine wundervolle Ballade geschrieben hat, mit der er seinen internationalen Durchbruch hatte. Sie kennen diese Ballade ganz bestimmt von irgendwoher. Albatros.
Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Hören Sie nun I'm Not In Love von 10cc. Danke sehr. Sie haben es gemerkt. Etwa dreimal so schnell wie das Original. Ja. Stellen Sie sich vor, Gitarrenlegende Django Reinhardt hätte im Jahre 1949 bei seiner Europatournee in Oberammergau Halt gemacht. Und nach seinem Konzert wäre er noch in eine der Kneipen eingekehrt, um mit den ortsansässigen Musikern noch eine Jam-Session zu veranstalten. Sprich, munter darauf loszuspielen. Dann hätte es sich vielleicht folgendermaßen angehört. Thank you.
Ganz herzlichen Dank. Nun aber das Original von Django Reinhardt, Minor Swing, auch bekannt aus dem Film Chocolat. Und Roland und ich haben darin ein Kinderlied versteckt. Wer es errät, darf es uns gern zurufen nach Beendigen des letzten Tones und gewinnt damit, der Erste gewinnt damit, eine unserer 6 CDs. Viel Spaß. Herzlichen Glückwunsch! Fragt man Carlos Santana nach seiner gelungensten Komposition, bekommt man von ihm zur Antwort Samba Pati, Samba für dich. Und für heute Abend möchten wir an diese Samba Pati noch einen weiteren Welthit Carlos Santanas anhängen, Europa.
an der Solo-Gitarre Matthias Waser. Vielen, vielen Dank. Hören Sie nun von der Legende der Klassik, Wolfgang Amadeus Mozart, Rondo alla Turca. Und gleichzeitig bitten Wunderten ich um Nachsicht, dass wir diese Perle der Musikgeschichte etwas zu unseren Gunsten abgeändert haben. Aber nur so viel. Palaski, meine Damen und Herren. Der nächste Song ist von dem Solo-Gitarristen der Gypsy Kings aus Südfrankreich. Das Stück heißt Sabroso.
Wir bleiben noch ein bisschen in Frankreich, in Südfrankreich, in der wundervollen Camargue, in der Welt der rosaroten Flamingos, der schwarzen Stiere und weißen Pferde. Und nochmal ein Titel von den Gypsy Kings, Inspiration. Thank you.
Dankeschön, herzlichen Dank. Wir ziehen musikalisch weiter nach Südamerika in ein Maisfeld, wo ein kleines Vögelchen eine wundervolle Melodie teilert. Dieser Song ist aus dem Jahre 1959 und Sie kennen auch diesen Song bestimmt von irgendwoher, Tico, Tico. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hören Sie nun eine Hommage, eine Liebeserklärung an unsere mittlerweile erwachsenen Töchter. Roland hat eine Tochter, ich habe zwei Töchter. Alle gehen sie stark auf die 30 zu. Der Song Daddy's Girl, Vaters Tochter, entstammt aus einer Zeit 15 Jahre zurück, als die drei heranwachsen waren und die Väter ganz schön in Schach und Zaum gehalten haben.
Vielen, vielen Dank. Und wir kommen auch schon zum letzten Song des heutigen Abends. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen. Sie haben uns allen eine Riesenfreude gemacht. Es hat so großen Spaß gemacht, für Sie hier zu spielen. Vielen, vielen Dank. An dieser Stelle auch ganz lieben Dank an das Technikteam, an den Lothar am Licht und an den Thomas und an, deinen Namen weiß ich gar nicht, Entschuldigung, Felicia, an der Kameraführung. Das Ganze kann man dann auch auf YouTube anschauen, Lothar, gell, so viel ich weiß. Ja, der Link wird bestimmt veröffentlicht. Ihnen allen alles Gute, bleiben Sie gesund, hoffentlich auf bald. Tschüss, sagt Magic Acoustic Guitars. Danke sehr. Die Botschaft ist angekommen. Oder wie Roland immer so schön zu sagen pflegt, in solchen Situationen, Sie haben einen ausgezeichneten Geschmack. Gerne spielen wir Ihnen noch eine Zugabe, sogar gleich zwei. Und bei der zweiten dürfen Sie gerne mitsummen, mitsingen, wie es Ihnen gerade ist. Thank you.
Zugabe der Zugabe möchten wir Ihnen von Gordon Sumner, Englishman in New York. Gordon Sumner kennt natürlich auch unter dem Spitznamen Sting. Thank you.
haben sie ihnen ja zugetraut, aber dass sie es auch durchziehen, bis zur dritten Zugabe. Hören Sie nun das Titelstück unserer vierten CD, Espérial. Die sind dann auch da aufgebaut, da befinden sich die vierte bis 430. Zugabe drauf. Weihnachten kommt bestimmt. Flyer-Postkarten liegen auch aus.